Ein Berufsbild mit sehr überschaubaren Beliebtheitswerten bekommt diese Woche ein Ablaufdatum. Die Kontrolleure und Kontrolleurinnen der ORF-Gebührentochter GIS. Die Zastenfahnder klingeln vorzugsweise abends an der Wohnungstür und versuchen manchmal eher ruppig herauszubekommen, ob man nicht doch ein Rundfunkgerät daheim hat. Mit so einem betriebsbereiten Gerät muss man dem ORF, nämlich GIS, zahlen. Doch nicht mehr lange. Denn Ende dieser Woche gilt das neue ORF-Gesetz formal als beschlossen. Die Angst vorm GIS-Mann gehört damit der Vergangenheit an. Ab dem 1. Jänner 2024 löst der ORF-Beitrag von 15,30 Euro plus unterschiedlichen Landesabgaben die GIS dann ab. Die bisweilen als irritierend erlebten Hausbesuche der GIS auf der Suche nach betriebsbereiten Rundfunkgeräten werden also obsolet. Rund 100 Jobs, insbesondere im Außendienst, soll die Gebührentochter GIS laut dem ORF dann streichen. Sie heißt künftig OBS statt GIS, die Abkürzung für ORF-Beitragsservice. Der Job selbst, sagen aktive und frühere GIS-Mitarbeiter im Außendienst, bringe gutes Geld bei Arbeitszeiten, die sich etwa mit Betreuungspflichten gut vereinbaren ließen. Früher mit Werkvertrag, nun angestellt mit Fixum, Dienstwagen und Mindestvorgabe für Abschlüsse. Einer berichtet von 84 Mindestabschlüssen im Monat. Mehr Abschlüsse brächten darüber hinaus je 17 Euro, Mailadressen und andere Daten noch extra Geld. Wer zwischen Tür und Angel Druck macht, der schafft logischerweise auch mehr Unterschriften. Man darf auch mit einem GIS-Erlagschein rechnen, wenn man auf dem Tablet laut Mitarbeiter nur unterschreibt, dass wir hier waren. Denn dort steht auch laut der GIS gut erkennbar und in vielen Sprachen, dass man ein Rundfunkgerät hat und künftig bezahlt. So machst du den Abschluss, sagt einer, der selbst von Tür zu Tür ging. Auch telefonische Meldungen werden erst einmal gezählt, wenn das Kind aufgemacht hat, gerade fernsieht und der Außendienst dazu die Eltern anruft. Später storniert, das wird eher selten. Einnahmen bedeutet auch das nette Angebot des Mitarbeiters, neu Eingezogene am alten Wohnsitz abzumelden und neu anzumelden. Ein durchaus sehr kreativer Beruf, der durch den ORF-Beitrag jetzt wegfällt.